Grüße aus der grünen Hölle. Wir werden heute mal wieder Kompost ansetzen. Es wird immer mehr Grünzeug hier. Und da hinten ist der Komposthaufen, natürlich das Kraut noch jetzt drunter machen. Und dann machen wir eine Lage wieder drauf. Dem Zeug, die Bokashi-Eimer sind voll, 4 Stück. Kaffeesatz habe ich viel zu viel, das will ich alles mit reinmischen jetzt. Genau. Schauen wir mal. Mal das Ding mal ab. So, wer behauptet, mit Hackschnitzel gibt es überhaupt kein Unkraut mehr? Das ist eine dreiste Lüge. Es gibt immer noch genug Unkraut, aber es hat viele Vorteile. Die Erde bleibt immer schön feucht, du brauchst zu wenig gießen, bis gar nicht mehr gießen. Und es wachsen andere Sachen, also wachsen solche Gewächse. Das ist irgendwo angewachsen und hast ein riesen Ding mit einmal anziehen. Du hast das halbe Bier damit bedeckt. Ist schon besser. Und du kriegst es leichter raus. Frühes Unkraut, das muss ich jetzt mit dem Unkrautstecher rausmachen. Und mit die Hackschnitzel. Da reicht es nur, wenn man ein bisschen dran zieht, dann geht es ganz leicht raus. Viel Grünzeug braucht mir auch für seinen Komposthaufen. Das ist gar nicht schlecht. Das hängt nur an dem kleinen Ding da. Unglaublich. 2 Quadratmeter Unkraut. Ups, weg. Eigentlich ist es ja gar kein Unkraut. Aber es stört trotzdem. So, der Kompost ist wieder frei. Das ist unsere Schafwolle, das war unsere letzte Abdeckung. Schon ziemlich verrottet. Jetzt machen wir erstmal eine Schicht Grünschnitt drüber. Da hinten ist ja alles voll und hier auch. Das ist eine gescheite Lage. Grünmaterial. Und dann kommt eine Schicht Erdmischung drüber. Zack. Ich habe ja schon mal ein Video gemacht. Ja, das ist jetzt aus dem Alltag, zumindest in einem Jahr mal so betreibt, den Komposthaufen. So. Das wäre jetzt echt eine Katastrophe, wenn die Hackschnitzel gar nichts mehr wachsen würde. Ja, kein Komposthaufen mehr. Das ist ein berühmtes Kraut, das ausgeschossen ist. Kohlrabi. So, das Grünzeug ist vorbereitet. Jetzt machen wir unsere Erdmischung. Es ist doch immer erstaunlich, wie viel doch anfällt.
So, ich habe jetzt hier schon mal 20 Liter aktivierte Pflanzenkohle. Das ist mit 7 Liter Urin aktiviert. Das habe ich schon vor ein paar Wochen gemacht. Da war das noch nass. Das ist mittlerweile komplett ausgetrocknet. Aber der Harnstoff ist praktisch in der Pflanzenkohle drin. Gespeichert. Das lade ich jetzt auf zwei solche Kübel. Und da setzen wir uns 100 Liter Erdmischung an. Wie bereits gezeigt im Video Rapida selber herstellen. Teilen wir schon mal grob auf. Staublunge hier. Nass ist. Aber egal. Auch nicht schlecht. So, ich will jetzt noch jede Menge Kaffeesatz rumstehen, den du auch mit reinmischen, dass ich ihn los habe. Ein bisschen. Zack. Dann noch je 20 Liter. Je 10 Liter Lehmboden. Hier noch ein Häufchen. Da haben wir noch ein bisschen Zeolit mit rein. Zeolit kann Giftstoffe aus dem Boden rausziehen. Hier noch abgelagerten Stallmist. Liegt seit 2 Jahren schon im Garten. Das ist richtig verehrt schon. Auf jede Kufte mit 50 Liter, 10 Liter noch rein. Ungefähr. So, jetzt kommt noch unser langer Kompost oben drauf. 30 Liter pro Kübel. Da haben wir ungefähr unsere Menge. Rühren wir es noch um. Alles nur grob, ne? Wenn es 30 oder 35 Liter sind, spielt keine Rolle. Ah, ich habe da noch ein paar Reste, die auch noch verarbeiten. Bio-Pferdetung und hier haben wir Hornmehl. Ja, noch ein bisschen was mit rein. Ansetzen. Das ist nicht mehr durch. Ist immer gut, wenn man Kinder hat. Sandkasten. Da kann ich es ein bisschen da rein tun. Das ist leichter.
das Ding ausstauben. Die Geschichte. Besten geht's doch immer. So, das passt soweit. Jetzt haben wir uns einen Eimer. So. Erdmischung ist dann soweit anwendungsfertig. Jetzt tun wir schnell Bokashi verteilen auf den Komposthaufen und dann als oberste Schicht über die Erde drauf. So, jetzt kommt unser Bokashi drauf. Mindestens 2 Wochen fermentiert in der Küche. Beste Ware. So. Sieht sehr appetitlich aus. Da tun wir jetzt unsere Erdschicht noch drauf und gießen es noch leicht an. Ein bisschen Wasser. Den Rest erledigen die Regenwürmer. Postwürmer. Einfach eine leichte Schicht oben drüber. So. Jetzt habe ich meinen Kaffeesatz noch drauf. Und dann angießen. Ja, 2 Säcke habe ich noch, 3 Säcke Kaffeesatz.
So, der Kompost ist dann soweit angelegt. Lass man einfach so liegen. Vielleicht zackt er noch ein wenig zusammen und kann noch eine Lage drauf machen. Aber grundsätzlich lassen wir jetzt mal ein Jahr so. Schauen, was passiert.